Ich begrüße euch herzlich beim Tintchen. Heute wieder mit einem Upcycling-Video. Und zwar hatte ich vor einiger Zeit eine Anfrage, mach doch mal was, nur aus Müll. Und als ich im Oktober meinen Organizer gezeigt habe bei Facebook, das war eine Erinnerung von vor 2 Jahren, glaube ich, den hatte ich damals meiner Freundin Christine zum Geburtstag gewerkelt. Da kam auch eine Anfrage, ach, mach doch mal ein Tutorial, würde mich interessieren, ich würde das auch gern mal nachmachen. Das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar habt ihr 2 Möglichkeiten, wenn ihr etwas aus Müll machen wollt, wie ihr vorgeht. Entweder ihr guckt einfach mal in die Schränke, in den Keller, in den Mülleimer, was ihr da so findet. Das könnten hier solche Verpackungen sein. Oder die hier, da waren irgendwelche italienischen Kekse drin. Oder hier solche Nussdosen oder Bonbondosen. Ich will jetzt hier keine Reklame machen. Euch nur mal zeigen, was ich hier so gefunden habe. Diese Boxen kennt ihr auch. Die haben noch einen Unterteil. Oder Reste von irgendwelchen Klebebändern, die dann da übrig bleiben. Hier war eine Pfeife drin, habe ich auch mal aufgehoben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles verwenden werde, aber nur um euch mal so einen kleinen Querschnitt zu geben. Da waren Pralinen drin und hier waren Einmachgläser drin. Das ist eine kleine Schachtel, die habe ich gefunden. Die hatte ich irgendwann mal aus Resten gebaut mit Schublade. Ob ich die mitbenutze, weiß ich noch nicht. Oder ihr könnt auch solche Geschenkverpackungen in allen möglichen Größen, wie die Orgelpfeifen, kaufen. Aber wir wollen Müll verwenden. Also, das könnten noch irgendwelche Gläser sein, wo man im Lade drin war. Das könnten irgendwelche Verpackungen sein, Teedosen, keine Ahnung. Vollkommen Banane. Entweder ihr sucht euch alles, was ihr so findet und macht da draus was. Oder die andere Möglichkeit ist, was vielleicht sich ein bisschen schwieriger gestaltet, ihr guckt mal, was habe ich denn hier in meinem Sammelsurium auf meinem Schreibtisch, in meinem Bastelzimmer, das ich in diesem Organizer unterbringen möchte. Denn wenn ihr spezielle Sachen habt, jetzt mal ganz banal, ich habe hier Fresszettel, also immer wenn irgendwelche Papiere übrig bleiben oder wenn ich mir was ausgedruckt habe und die halbe Seite ist unten drunter leer, dann nehme ich den Rest, so Schmierzettel, wo ich mir irgendwelche Sachen notiere, die ich nicht vergessen möchte und die pick ich dann hier mit Magneten an meine Regale und arbeite die ab. Ihr habt Notizblöcke, Notizzettel, irgendwas, braucht also eine Box, die mindestens so groß ist, wie eure Notizzettel sind. Oder ihr habt irgendwelche Anleitungen, die ihr griffbereit braucht, wie hier, was weiß ich, wie man diese Pellen bastelt, oder hier von meinen speziellen Linealen, oder von meiner Crocodile, oder von meiner Klebepistole. Die brauche ich griffbereit, denn wenn ich irgendwann mal wieder von meiner Klebepistole Nachfüllbänder kriegen sollte, falls das einer weiß, wo es die gibt, sagt mir Bescheid. Dann muss ich gucken, weil das nur alle Schaltjahre mal passiert, wie wechsle ich denn diese Kleberolle. Oder die Anleitung für die Videokamera, die ihr hier zum Basteln benutzt oder was auch immer. Also die brauche ich griffbereit. Das heißt, ich brauche mindestens eine Schublade, einen kleinen Stehsammler oder irgendein Behältnis, in das ich diese A5-Dinger reinstellen kann und so weiter. Also wenn ihr, oder wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Ding hier, diese Dose, die habe ich jetzt oben schon einmal abgeschnitten, aber wenn ich jetzt keinen Pinsel, kein Lineal und nichts habe, was so lang ist, macht es keinen Sinn, das Ding in einen Organizer zu verwursten. Also muss ich mir es kürzer machen. Entweder ganz flach, weil ich vielleicht Büroklammern reintun möchte, die muss ich ja auch greifen können, das ist ja, ne, ihr versteht, was ich meine. Oder Stifte, die meinetwegen, keine Ahnung, hier nur so lang sind
Und die sollen dann natürlich auch oben ein bisschen rausgucken, damit ich sie greifen kann. Ist hier dasselbe Problem. Also ihr müsst euch dann, wenn ihr bestimmte Sachen in diesem Organizer unterbringen wollt, auch an den Größen orientieren, die eure Teile haben. Breit, hoch, rund, eckig, lang, wie auch immer. Also ich habe jetzt hier so ein kleines Sammelsurium. Ich hatte ja diesen wunderschönen Organizer von der Barbara zum Geburtstag gekriegt. Da ist auch schon allerhand drin. Aber nebendran stehen eben immer noch verschiedene Behälter mit Kleber, mit hier meinen Klammern, die ich ab und zu mal brauche, um irgendwas zu fixieren. Diese, was weiß ich, was habe ich denn hier noch? Ein Fach meinetwegen, wo so kleine Anleitungen für irgendwas drin sind. Die könnte man vielleicht auch mal in einen Ordner tun. Oder diese Klebestifte hier, die habe ich jetzt in so einem kleinen Buch. Aber das ist auch schon wieder zu klein, weil es dafür zu viele sind. Also wenn ihr bestimmte Sachen unterbringen wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen an den Maßen orientieren, die ihr braucht. Ansonsten könnt ihr einfach irgendwas, also normalerweise mache ich das so, ich suche mir meinen Müll zusammen, baue irgendwas, das dann hinterher einigermaßen gut aussieht und verteile eben, was ich habe, in die passenden Dosen oder Schachteln oder Schubladen. Wenn ihr es aber jetzt andersrum machen wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen an der Größe orientieren und das werde ich jetzt tun. Ich werde also gucken, dass ich eine große Schachtel finde, die ich als Grundgerüst benutze und werde mir dann Teile bauen, die zu den Utensilien passen, die ich da nachher drin verstauen möchte. Und wenn ich einen Plan habe, ihr wisst ja, ich fange meistens an ohne Plan, wenn ich weiß, wie es weitergehen und wie es aussehen und werden soll, dann werde ich euch wieder dazu holen. Bis denne. So, jetzt machen wir unser Grundgerüst. Und zwar habe ich hier einen ganz normalen Karton. Nach Möglichkeit nehmt ihr einen, der nicht zu sehr verklebt ist, weil die ganzen Klebestreifen müsst ihr entfernen, damit ihr nachher gut mit eurem Papier oder eurer Farbe arbeiten könnt. Wenn wir den jetzt öffnen, aus dem möchten wir nämlich das Schubladenteil und den Sockel bauen, dann schneiden wir uns das hier ab mit einem Cutter. Schneidematte drunter und einem Lineal. Und wenn das für unsere Schublade das Unterteil sein soll, dann schneiden wir uns das hier an den Rändern ein. Vorausgesetzt, wir haben ein Messer, das funktioniert. Und wenn wir das zusammenkleben, passt es hier rein. Das heißt, dieses Ding hier kann schon unsere Schublade werden. Ich merke aber gerade, es ist ein bisschen knapp. Machen wir mal eins raus. So passt's.
Okay, wir machen beide raus. Also ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Hier einmal abgeschnitten. Ich muss selber erst probieren. Das ist mein erstes Mal. Es ist mein erstes Mal. So, wir nehmen die doppelten hier raus und lassen nur die an den Seiten stehen. Und dann passt es hier rein und rutscht auch. Genau, so machen wir das. Dazu, den könnten wir nach außen legen, aber das sieht nicht schön aus. Dazu schneiden wir uns diesen Zipfel hier ab und den auf der anderen Seite auch. Die Falzen sind ja da, an denen könnt ihr euch orientieren. Und dann schneiden wir hier die Lasche ab. Und auf der anderen Seite dasselbe. Und wenn wir die jetzt hochklappen und das hier zusammenkleben, dann passt dieses Schubladenteil rein. Das muss auch noch ab, denn das wird ja das Unterteil von der Schublade. So. Das war's genial. Also wenn wir das jetzt zusammenkleben, haben wir das Unterteil von der Schublade. Und das hier wird unsere Schublade. Das passt genau rein. Jetzt werdet ihr sagen, wir haben ja gar keinen Deckel auf der Schublade. Stimmt, haben wir nicht. Und da wir ja heute alles aus Müll machen wollen, wird Graupappe nur akzeptiert, wenn ihr sie nicht gekauft habt, sondern ihr habt zum Beispiel von einem großen Zeichenblock oder irgendetwas in der Art einen Rücken übrig, dann könnt ihr die benutzen. Ansonsten nehmen wir auch Karton für den Deckel. Aber jetzt kleben wir das Ding erstmal zusammen hier. Das ist das Unterteil. Jetzt muss ich aufpassen. Das ist die Schublade, genau.